Diese Kugelvasen führten zu einer Erleuchtung bei Händler Wolfgang Pauritsch. Die sind aber auch sehr dezent, ne? Ja, aber ich finde sie fantastisch. Find's fantastisch, ja. Ich finde die Form toll und auch dieses Dekor dazu. Als ich die Kugelvasen das erste Mal sah, habe ich gedacht, wow, die sehen gut aus. Was es genau war, wusste ich damals noch nicht, kam erst später. Diese Vasen sind aus einer Fabrikation in Belgien. Und Villeroy & Boch hat in dem Fall vor Ort Keramik gemacht und Feinsteingut. Feinsteinzeug ist nicht aus Quarz, Feldspat und Kaolin. Das ist eine Tonware, so muss man sich das vorstellen. Und ist noch poröser aus Porzellan. Sowohl der Stempel als auch die Dekoration verweisen hier auf die späten 30er Jahre. Ist das alles handbemalt auf den Vasen? Das wäre ja doll. Nein, es ist eine Art Mischtechnik. Es gibt sehr viele Manufakturen, die auch so gearbeitet haben, dass sie die Schablonen aufgeklebt haben und haben dann eben die Lücken ausgemalt. Das war absolut typisch in den 20er, 30er Jahren und ist dennoch eine Handarbeit. Was ich ganz schön finde, ist ja wirklich der Kontrast. Also dieses Grün, was da drin ist, ist eigentlich am besten als eine Art Celadon-Variante zu erklären. Die Asiaten haben das Celadon-Porzellan quasi groß gemacht. Wenn man heute einen Katalog anschaut von Auktionen, sieht man immer wieder den Begriff Celadon-Porzellan. Für uns Europäer ist es eben dieses türkis-grüne Porzellan. Und diese beiden wohlerhaltenen Vasen taxiere ich auf 1.000 bis 1.250 Euro. Die Expertenschätzung von Kolmar 1.000 bis 1.250 ist natürlich schon hoch, aber es ist etwas Seltenes. Also die Form, die nennt man Kugelbauchvasen. Ich habe zuerst gedacht, dass es asiatische Vasen sind, aber als ich die Flügelungen oben sah in Gold, dachte ich, das könnte auch was Europäisches sein. Florales Design und schön natürlich, dass es zwei sind. Vasen gefallen mir prinzipiell immer gut, aber im Laden haben wir momentan sehr viele, deswegen wollte ich sie eigentlich nicht kaufen. Ich finde 80 Euro sind gut und damit fange ich auch an. Ich mach's weiter mit 100. Ja, es sind Pärchen, 120. 170. Leider. Die Begeisterung von Ihnen hält sich noch in Grenzen. Ja, der Experte hat eine Schätzung abgegeben, einen Preis von 1.000 bis 1.250 Euro. Und da war mir klar, da ist noch mehr drin. Ich würde Ihnen jetzt gerne 400 Euro anbieten für die beiden Stücke, weil ich sie einfach nur schön finde. Ich denke, wir lassen es dabei. Wird angenommen. Vier. Herzlichen Dank. Bitteschön. Ich bedanke mich auch. Als ich die beiden Vasen dann gekauft habe und sie mir in Ruhe angeschaut habe in der Pause, habe ich mir gedacht, da könnte man ein Leuchterbad rausbauen. Die Idee ist natürlich phänomenal. Wolfgang begibt sich in Oberstaufen aufs Glatteis. Ich habe mir gedacht, dass ich mit dem Martin zusammenarbeite. Das ist ein langjähriger Freund und Uhrmachermeister. Wir haben schon so viel gemeinsam gebaut, da wird das wahrscheinlich auch möglich sein, dass wir es zu zweit schaffen. Hallo Martin! Hallo Wolfgang. Oh, hast du Lust auf ein Experiment? Schau mal, was ich hier mitgebracht habe. Da schaut er richtig nach Uhrmacher aus. Ja, es hat mit einem Uhrmacher wenig zu tun, aber ich habe hier zwei Porzellanvasen gekauft und die würde ich gerne umfunktionieren in zwei Tischleuchten. Das heißt an Schirmen mit Elektrifizierung. Und das Problem ist halt nur, wir müssen Porzellan durchbohren. Hast du schon mal Porzellan oder Keramik gebohrt? Nein, aber das wird jetzt bald passieren. Also es ist so, ich habe früher mal Fliesen gebohrt. Da muss man auch ganz vorsichtig vorkörnen, damit quasi die Glasur runtergeht und dann mit einem Bohrer, mit einem Steinbohrer oder mit dem Diamantbohrer ein Loch bohren. Gehen wir in die Werkstatt. Gehen wir's an. Auf geht's. Ja. Also Martin, der erste Arbeitsschritt ist, wir sollten die beiden Vasen durchbohren. Und dafür müssten wir erst einmal die Mitte ausmachen. Hast du einen Schraubenzieher? Ein Bleistift wäre vielleicht gut. Willst du auf dem Boden? Ja. Siehst du? Mit diesem Körner und mit dem Hammer habe ich jetzt die Oberfläche, also die Glasur, weggemacht. Das heißt, du musst immer einen Millimeter weg und musst quasi dranhauen, dass du niemals voll drauf bist. Die Glasur wegspicken. So, damit der Bohrer. Ja. Das Gefährlichste an der ganzen Sache wird natürlich sein, die Keramik oder das Steinzeug zu durchbohren. Da muss man äußerst vorsichtig sein, das dauert bestimmt auch lange. Nicht Druck. Sehr gut. Das ist eine Sisyphusarbeit. Jetzt sind wir ungefähr 3 mm drunter, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Bis jetzt ist noch alles okay.
Wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja, die Glasur ist das Härteste. Wenn wir da durch sind, geht's schnell. Ja, aber das ist auch 5 mm, 4 mm dick mindestens. Meinst du, sollten wir es von innen stabilisieren? Wenn man den jetzt zum Beispiel da reinnimmt, das ist jetzt wieder Powridge-Konstruktion. Vielleicht das ein bisschen drüber. Genau. Viel fällt nicht mehr. Weißt du, dass man. Das ist okay. Sehr gut. Martin, ich glaube, wir kommen durch. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig. Juhu! Siehst du das? Siehst du das Loch in der Mitte? Nee, ist schon Bohrer drauf. Jetzt ja. Wir sind fast durch. Nimm den runter. Also. So, jetzt kommt zum Finale. Wenig Druck? Gar kein Druck. Viel Geschwindigkeit. Yes! Gut. Sie ist heile! Ein Champions League-Pokal! Sie ist heile! Der prekärste Arbeitsschritt ist geschafft. Also wir haben zwei fertige Tischleuchten gekauft, die zwar nur eine Metallstange haben und oben einen Schirm. Die sind schon VDE geprüft, das ist alles in Ordnung. Das, was wir jetzt nur machen müssen, ist, wir müssen diese Metallstifte oder die Röhrchen kürzen, damit der Schirm weiter runter geht, dass es proportional zu unserer Vase, zu dem Aufbau passt. 10 cm müssen wir abschneiden. Das heißt, einmal abmessen, das Werkstück einspannen und die Metallsäge ansetzen. Scharfe Kanten und Metallsplitter muss Wolfgang noch beseitigen. Das ist eine Treibhalle, mit der wir jetzt den Grat innen entfernen. Dann kommt der Gewindeschneider zum Einsatz. Das ist jetzt halt M10. Hier vorne ist eine Nut, die muss da vorne reingegeben werden. Und da ist eine Schraube zum Fixieren. Spann's quer, vielleicht nachher schon mehr Auflage. Wichtig ist nur, dass man richtig anbeißen kann. Immer vor und zurück, hat man gelernt. Schmieren. Wird nämlich heiß. Vor, Spann brechen zurück. Ja, perfekt. Das sieht schon gut aus. Also dadurch, dass wir hier schon gearbeitet haben, sind einige Kratzer drauf. Ich meine, man sieht es nicht, weil die runde Fläche vom Porzellan oder von der Keramik drauf kommt, aber die Ecken müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Durch das Arbeiten, das ist sehr, sehr empfindlich, das ist gebürstet und deshalb bürstet der Martin es nach. Gutes Ergebnis, danke Martin. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Ich fange mal an, der Martin macht weiter. Und zwar fangen wir an mit einem Exemplar mit dem Kabel. Wolfgang führt das Kabel durch das zugeschnittene Metallrohr und verschraubt dieses auf der Grundplatte. Jetzt folgt die Vase. Richtig Druck. Sehr gut. Martin, bist du so gut und machst du jetzt die Fassungen wieder drauf? Auf der Zielgeraden zu den finalen Lampen verbindet Martin fachmännisch alle Leitungen. Nein, hinten, ja genau. Der Uhrmacher setzt die letzte Schraube und alles hält. Ein Leuchtmittel und der Lampenschirm komplettieren die Lichtobjekte. Ha, sehr gut. Martin, danke dir, dass du mir geholfen hast. Ohne dich hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Nein, ich bin froh, dass du mir geholfen hast. Du bist wirklich ein guter Handwerker. Tolles Ergebnis. Dankeschön, Martin. Danke. Gerne. In Wolfgangs Antikladen finden die außergewöhnlichen Leuchten bestimmt schnell einen Abnehmer. 400 Euro habe ich für die beiden Kugelvasen bezahlt. 400 Euro habe ich auch für die beiden Leuchten bezahlt, ohne diese Kugelbauchvasen, das heißt nur für das ganze VDE geprüfte Stativ mit den Schirmen. Der Martin bekommt 200 für die Arbeitszeit und der Verkaufspreis ist jetzt 2000 Euro für beide. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es einfach.
Schaut euch natürlich auch die Videos an von meinen Kollegen, sind auch sehr interessant. Oder ihr macht es ganz einfach, ihr abonniert gleich den ganzen Kanal. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang.